Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broken und ich spiele in meinem AMX-50-100 Tier 8 schwere Tank der Franzosen, endlich freigespielt. Wir spielen auf der Südküste 3-9er auf jeder Seite, T-54 bei den Gegnern, SU-122-54 und GW-Tiger, die Arti. Sonst geht's runter bis 7er. Jo, das könnte was gehen. Ich weiß aber nicht so gerade, wo ich hinfahren soll. Los geht's! Soll ich mehr alte Strecke fahren? Aber da kassiere ich bestimmt einiges. Egal, ausprobieren. Es ist so, weil die Top Gun ist noch nicht drauf und der Top Motor ist noch nicht erforscht. Aber ja, ist eigentlich ganz... ganz nett zu spielen, würde ich mal sagen. So, kommen wir mal. Südküste und dann an der Küste unten. Sieht nicht so gut aus. Super Pershing fahrt richtig rein. Hat da direkt ein Super Pershing gegenüberstehen. Okay. Oh je. Aber ich fahre der Black Prince ein bisschen vor. Oh, shit, 02. Schön. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wie nun der Schuss jetzt hin? Mann, Mann, Mann. Ich wundere mich manchmal, wo die Schüsse hingehen. Nachladen. Sehr schön. Oh Mann, jetzt 2-2. Was ist da unten noch? KV-4. Komme ich da irgendwie ran? Super Pershing lebt auch noch. Das ist gut. Der macht dort nämlich ziemliche Zicken. Konzentrieren sich nämlich alle gar auf das Super Pershing. Das finde ich nämlich gerade jetzt sehr geil. Okay, mir hier ein bisschen mümpeln. Entdeckt. Ich muss Nessie wegziehen hier von der Front. Ich gehe mal da um die Ecke gucken. Vielleicht kann ich das Super Pershing noch ein bisschen retten. Laden. Das Geschütz müssen wir auf jeden Fall reparieren. Das hat mich dann doch getroffen. Tiger. Und hier ist KV-4. Steht 5-5. So, nachgeladen.
Machen wir da hin rüber. Genau, ich gehe mal hin ein bisschen reinmümpeln. So, die hoffen, ich nehme die jetzt mal gleich ein. Mir hier nämlich ein bisschen. Mal gucken, ob wir da jetzt am besten rankommen. Der T54, will ich gerne wissen, wo der ist. Lassen, dass der zurückgefahren ist. Aus, als wäre der zurückgefahren. Nee. IS. Den haben wir abgefackelt. Der ging voll durch ihr Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, die IS ist noch da. Schön, kann ich mal noch nachladen. Muss ich denken, schon nicht die Top Gun, ne? Ja, geht gut ab, das Ding. Schöne, entspannte Schnetzelrunde. Das schafft er wahrscheinlich nicht mehr. Hat er da auch nur noch 808. Mal so rüber. Ne, die Hansen in der Hand, der ist weg. Wegprinzkind vielleicht? Ne, überlebt sie nicht. Schade. So, jetzt kommen wir aber. Schön ums Action. Schöne Runde. Hat halt Spaß gemacht. Zum einen Abschuss, aber schon halt viel reingeknippelt grit, ne? Das ist halt das Geile an einem Trommelmagazin. So, gucken wir mal was wir an. Oh, da könnte ich sogar die Top Gun geschafft haben jetzt. 3.326 Schaden. 975 Erfahrung. Black Prince hat noch ein bisschen mehr. Hat er gut gespielt, fand ich. So, was haben wir dann noch? 15 Schuss, 13 Treffer, 13 Wirkungstreffer. Potenziell erhaltener Schaden 240. Schaden durch eigene Aufklärung 462. Und mit Premium habe ich an Credits bekommen 41.800 und ohne Premium hätte ich bekommen 25.000 Credits. So, geile Maschine. Also ich bin echt froh, dass ich das Ding wirklich durchgezogen habe bis dorthin. Der macht richtig Bock. Was fehlt denn hier noch? Oh, ich kann sie kaufen. So, gut. Ja, ich kann sie endlich, endlich. Top Gun drauf. Ein bisschen mehr Durchschlagskraft und mehr Schaden. Schießt aber ein bisschen langsamer. Kaufen. Bom. Yes. Sehr schön. Ja, jetzt fehlt jetzt nur noch der Top-Motor. Muss ich mal gucken, brauche ich den überhaupt für den nächsten? 120er. Ja. Jo, ich glaube, den erforsche ich dann noch. Der doch macht so viel Spaß, da lohnt sich das komplett auszubauen. So, haben jetzt da drin verbesserte Waffenrichtantrieb. Vertikaler Stabilisator und eine Werkzeugkiste. Und jo, habt ihr gesehen, war eine gescheite Runde. Also das ist, der ist auch wirklich nicht so schwer. Man darf sich halt nicht zu sehr an die Front mischen, weil man kommt überall durch. Ne? Ihr seht ja die Turmpanzerung, dann 90 und dann 30-30 Seite, ne? Und hinten.
Das ist gar keine Panzerung. Vorne die 90, überall ist eigentlich auch keine Panzerung. Für einen schweren Tank natürlich schon sehr, sehr wenig. Aber durch sein, der Vorgänger, der M4, war ja das Problem, der hat kein Trommelmagazin oder sonst was. Seine Stärke ist wirklich das Trommelmagazin. Man kann da, wenn man schön steht, einfach rauskloppen. Und das macht halt auch irgendwo Bock. Ist mal was Neues. Ist auch was ganz anderes mit ihm, das zu machen, wie jetzt zum Beispiel im AMX 1390. Der hat ja auch ein Trommelmagazin. Ein Tier 8 bollert auch ordentlich manchmal rein, aber irgendwie macht mir der Dohi mehr Spaß. Jo. Was habe ich da noch hier? 6. Sinn am Anfang. Bin jetzt auf Reparatur gegangen. Finde ich ganz wichtig bei dem Tank. Und habe ansonsten jetzt sonst Premium-Gedöns oder so jetzt nicht drin. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, Jungs und Mädels, da bin ich auch wieder. Dieser Jagdtiger wird er in nächster Zeit, wird er dann wahrscheinlich nicht mehr im Let's Play sehen, sondern ein Zusatzgefechte. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt mal nach den Zusatzgefechten im Titel. Wenn ihr den Jagdtiger sehen wollt bei mir, wird er höchstwahrscheinlich in den Zusatzgefechten jetzt öfters kommen. Ich möchte nämlich die Top Gun jetzt als nächstes Projekt hier an dem freispielen. Jo, weil, also ich finde den Panzer nicht schlecht. Ist halt das Problem irgendwie, ich glaube, mit der Top Gun hätte ich doch noch ein bisschen schon bessere Karten. Klar, ne? Und deswegen, ich werde die unbedingt gern haben. Aber die kostet 64.000 Erfahrung. Und ich habe nicht immer so tolle Runden, dass ich sagen könnte, ich mache hier mal einiges an Erfahrung wett pro Runde. Ihr seht, ich habe 48% vom Panzer. Das ist jetzt auch nicht wirklich gut. Mit dem TD bei mir. Normal bin ich mit der TD ein bisschen besser, aber bei ihm, ich weiß nicht. Ich muss mal ein bisschen dranbleiben an einem Panzer, glaube ich. Wie es jetzt beim Franzosen gemacht hat. So. Eine Artin, SU-14, Tier 8. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Ich stelle mich mal hier hin. Ich habe keinen sechsten Sinn hier auf dem Tank. Wertungstreffer! So, hier weiß ich nicht, ob mich was sieht oder nicht, aber der hat auf jeden Fall mal gut eine geschluckt. 483. Da kommt zu viel. Das sind 3 Neuner. Ja, 3 Neuner ist scheiße. Müssen wir jetzt ein bisschen Geduld beweisen. Wertungstreffer. Gut, eine kassiert. Dass ich noch keinen Crit habe, das wundert mich, aber ich will es nicht darauf beschwören. Ein bisschen Bewegung bleibe, hier wird es gefährlich. Die Jungs müssen unbedingt da hoch, dass sie aufgeklärt gehen permanent. Ganz wichtiges. Ganz wichtige Geschichte. Toll. Haben wir noch einen geschluckt? Na, komm. Was war denn hier los?
So, packen wir den mal auf die Knorrliste. Jetzt wird's noch hier spannend. Der Tiger steht jetzt da. So, dann müssen wir mal hier gucken. Ich mal ein bisschen flankiere. Wirkungstreffer. Schön in Ruhe vorne, wenn da so einer rumspammt, ein bisschen blöd. Ich war selber im Treiben, wie ihr gesehen habt, und das ist also total sinnlos. Die Leute, die kennen immer andere die Schuld dafür. Über das eigene Versagen. Ja, dann einfach auf die Knollliste packen. Man sieht, er hat ja selber eigentlich gar nichts gerissen. Das interessiert mich dann noch nicht großartig. So, da rasen wir mal mit nach vorne hier. Verstecken sich jetzt nämlich alle dort hin. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Nicht im Arsch. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Unser Munitionslager wurde getroffen. Scheiße, Munilager getroffen ist natürlich ganz schlecht. Das ist natürlich ganz schlecht. Ich habe es gerade repariert. Shit. Das heißt, scheint eine Nachladezeit von ein bisschen zu viel. Shit. Ich gehe jetzt auf jeden Fall drauf. Jetzt. Munitionslagertreffer brauche ich mich eigentlich nicht mehr großartig mit dem Anselier hier.
jeden Moment reißen. Wir haben sie böse erwischt. Shit, Jungs. Willst du doch machen? Was willst du doch machen? Scheißdreck. So, da gucken wir mal, was man gemacht hat. Boah, war ich aber hier aufgeregt. 3421 Schaden, 495 Erfahrung. Steht damit um dritten Platz. Jo. Was haben wir dann da noch? 10 Schuss, 9 Treffer. Gut, Schaden. Potenziell erhalten. Fast 5000. So, dann mit Premium 9500 plus und ohne Premium wäre ich aber minus von 3750. Das war natürlich jetzt schon eine, so eigentlich eine ganz gute Runde. Jo, ich habe halt irgendwie jetzt am Schluss, ist halt dann scheiße, wenn Munitionslager Treffer und wenn man dann der Ecke da steht. Ich wusste das eigentlich, ich kann wohl dem Tiger da noch helfen, so war eigentlich mein Gedankengang. Ich gedacht habe, dass der vielleicht noch den ein oder andere wegrotzt. Aber die haben sich dann beide auf Denno konzentriert. Klar, da war er chancenlos. Und da habe ich da vorne gestanden im Endeffekt. Ja, Munitionslager-Treffer, habe ich mich wieso so gut wie K.O. gefühlt. Dann hatte die noch die scheiß Arti. Ich weiß nicht, wie hättet ihr dann gemacht, wenn ihr jetzt in meiner Situation gewesen wärt? Jetzt sagen wir mal, der eine, der Idiot, wo sich da aufgeregt hat, doch gerade. Versteht er, wenn man selber im Kampf drin ist, dann. Bei uns vorne waren überwiegend Neuner. Ich habe mich dort ganz klar drauf hin konzentriert. Ja, kann man nicht immer alles im Auge behalten. Passiert mir auch des Öfteren, dass man dann die Minimap einfach nicht im Auge behält und sich dann halt vorne drauf konzentriert. So, ich habe jetzt hier noch 42.000 Sivo, also knapp 42.700 Erfahrung brauche ich noch. Für die Top Gun. Oh, leck, ey, das ist noch so weit. Wie kann man nur so teuer das Ding machen? Was hat die eigentlich für Unterschied? Ja, 276er Durchschlagskraft, 246, 490er Schaden, 560 Schaden. Boah! Oh, leg doch, kribbelt's mir, das heb ich mir die Top Gun an! Okay, ich knalle dann deswegen, glaube ich, Zusatzgefechte mit dem Jagdtiger. Also, wenn ihr euch für die Jagdtiger interessiert, guckt mal nach den Zusatzgefechten. Es steht ja immer im Titel drin, welche Panzer ich dann dort drin spiele. Weil hier würde ich gerne die Top Gun freispielen. Ich möchte nicht immer die Panzer dann wieder zu viel wiederholen im Let's Play. Soll ja ein bisschen Abwechslung drin sein. Jo. Deswegen, das dauert noch. Okay. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Im AMX die erste Runde, jetzt im Jagdtiger. Ordentlich Schaden in beiden Gefechten rausgeknippelt. Könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen zu den zwei Panzer? Und vor allem, wie die Top Gun jetzt ist. Ich habe jetzt die Top Gun endlich auf dem anderen Panzer drauf, auf dem AMX. Und ich hoffe, dass ich Top Gun bald auf dem Jagdtiger drauf habe. Es haben viele geschrieben, da wird der Panzer richtig gut damit. Und deswegen freue ich mich auch schon drauf. Könnt ihr mal so ein bisschen eure Erfahrung mit der Top Gun erzählen vom Jagdtiger und auch vom AMX in die Kommentare. Was mich vor allem interessieren würde, ist, ob man merklich Unterschiede merkt. Ob man es wirklich merkt, der Unterschied, wenn man die Top Gun drauf hat, hier auf dem Jagdtiger. Ja, weil die Standardgun ist ja eigentlich nicht schlecht. Eigentlich. Aber die andere ist halt nur ein bisschen besser. Die rumst halt mehr, ne? Da tut es richtig im Gebiss scheppern. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.